Es geht los, schaut vorbei bei dieser geilen Show. Wir haben Trash, wir haben Gold, schaut doch einfach rein. Willkommen Leute zu Papers, Please, ein Spiel über Steam für 8,99 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, in dem wir eine Grenzkontrolle spielen und ja, gerne die Papiere hätten. So, Deutsch, machen wir hier einfach runter. Nacktheit. So, und ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, deswegen mache ich den endlos. Machen wir eben mal die Geschichte. Okay, machen wir mal den ersten Tag. Herzlichen Glückwunsch! Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Grestin. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ost-Grestin zur Verfügung gestellt. Es lebe 8 Stotzka. Okay, also ist schon mal eine Anspielung auf den Osten. Grenzübergang Grestin endlich geöffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familien vor Zusammenführung. So. 23. November 1982. Also, das Spiel wird sehr minimalistisch dargestellt, klar. Wir entscheiden allerdings, weil wir hier an der Grenze sind, wer in unser Land kommt und wer nicht. Es kann zu Aufständen kommen, wir können Terroristen reinlassen etc. etc. Also es kann viel Schlimmes passieren, genauso viel Gutes allerdings auch. Hier, jetzt schauen wir einfach mal. Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Grestin. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Nur Bürger von 8 Stotzka sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuwählen. Es lebe 8 Stotzka. Achten Sie im Pass auf angegebene Nationalität. Rollladen, Dresen, Vorschrift noch. Bap. Hier ist die Zeitung. Ja. Abgelehnt, genehmigt. Okay. Dann legen wir den mal weg. Ah, jetzt kommt der Erste, okay. Ihre bitte. So, 8 Stotzka, das ist einer. Achso, okay. Lassen wir rein. Bitteschön. Steht jetzt nichts dabei. Raus hier. Ja. Tut mir leid. Es war für ein Arsch. Wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich bin der Grenzübergang. Raus hier. Okay. Die ist zur Einreise berechtigt. So, bitte sehr. Ja, aber die Darstellung finde ich schon cool.
War ein Fehler, diesen Grenzübergang zu öffnen, okay. Jo. Hier ist auch. Ja, ich habe noch gar nicht so auf die Bilder geguckt, ob das eigentlich passt. Gut, da muss ich auch drauf achten. Komm, den will ich jetzt einfach mal, ja, mal einmal gegen die Regeln. Oh, okay, eine Verwarnung. Gut. Muss mich also an die Regeln halten. Das muss ich dann einen Monat lang durchhalten, oder wie? Sie haben nochmal Glück gehabt. Grad noch reingekommen. So, das war der erste Tag. Behalten Sie Ihre Ausgaben mit Hilfe des Kontrollkästchens in. Okay. Kontrollkästchen. Ach so. Kürze weniger Auflagen, Einreise von Ausländern, Analysten in Feierlaune. Mal sehen, wie die Anweisungen für heute aussehen. Mit dem heutigen Datum ist auch Ausländern die Einreise gestattet. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu prüfen. Einreisewillige mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Prüfmodus können Sie mit Hilfe des roten Knopfes auf Ihrem Schreibtisch. Okay, ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, aber probieren wir es einfach mal aus. Gut, die sieht aus. Da steht was von 84. Datum. Jetzt mit dem zweiten da gar nicht so ganz sicher gewesen. Zeit, Datum. 82. Ach, 82. Ich habe gerade irgendeinen da reingelassen, der ja, wo nicht so ganz passt. Das Bild passt. Achter passt auch. Ja, ich glaube, dass der ist glaube ich okay. Ungültiges Ablaufdatum, wo standen da? Ach so, das ist das Ablaufdatum, das ist nicht Ablehnung, das ist Ablaufdatum. Ach, verdammt. Okay. Ja, komm, Papiere, ja.
Ablaufdatum, das passt. Recht männlich passt. Ja. Was? Ungültig ausstellende Stadt. Wo soll ich denn das jetzt wieder wissen? Der Bus fährt gleich, ja, wenn du mir so anfängst. Ost-Krestin. Gut, okay, das. Depeschen. Ich werde mir die Depeschen mal ein bisschen durchschauen müssen. Soll ich jetzt die Stadt durch die Stadt rauskriegen? Ach so, das ist gut, das kann ich mir einfach mal hinlegen. Ach, guck mal da. Warte mal, was hat die mir da gerade hingelegt? Ach du Scheiße. Distrikt Orwetsch. Orwetsch gibt's nicht. Ja, dann ist das mal abgelehnt. Die Karte hier behalte ich für mich. War einreiseberechtigt? Ich bin zu doof irgendwie dafür. Oh, was haben wir denn da? Wow! Bin definitiv zu doof als Grenzübergang. Bin definitiv zu doof. Okay, Leute, das war Papers, Please. Also, ja. Interessantes Game, muss ich sagen. Ich werde da jetzt auch mal ein bisschen weitermachen. Mal gucken, wie weit ich noch komme. Aber nicht ohne. Aber ich habe das System noch nicht so ganz raus. Und da muss ich mich noch ein bisschen einspielen. Aber gut, Leute, das war's dann auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis dann und ciao. Damit sind wir auch wieder am Ende unserer Show angelangt. Wie fandet ihr diesen kleinen Einblick? Trash oder Gold? Vielleicht sogar eine Mischung aus beidem? Teilt uns eure Meinung mit und schreibt es in die Kommentare. Ihr kennt auch Titel, die eine kleine Erwähnung wert sind und auf die man ruhig ein oder sogar zwei Blicke werfen kann. Haut sie raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Let's Show!